Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir mal einen Blick in den Koro Classic Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und solltest auch du Teil der Crew werden wollen, dann drück doch super gerne mal auf den Abo-Button. Ich würde mich echt drüber freuen. 54,95 kostet das Schätzelein und wir sollen hier 24 süße und salzige Leckereien drin finden. Vor allem so Snacks. Ne? Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Koro finde ich persönlich auch immer sehr, 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 sehr lecker. Und ja, hübsch ist er. Ne? Dieser Nussknacker hier vorne drauf mit den ganzen Leckereien, die man hier so sieht. Da kriege ich schon so ein bisschen Hunger. Uns ist, glaube ich, allen bewusst, dass ich das nicht alles probieren kann. Ne? Das werde ich im Laufe der Zeit essen. Am 1. Dezember habe ich ein Oat Bar Peanut Chocolate hier drin enthalten. Ich hoffe jetzt natürlich, dass wir nicht nur 24 Riegel hier finden. Ne? Aber ich glaube, das ist eine ganz gute Sache, wenn man halt zum Beispiel mal so ein schnelles Frühstück oder Abendbrot braucht. Ne? Oder halt für mich so zwischendurch ist es wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Am 2. Dezember erwarten uns Cashewkerne mit Honig und Zimt. Und hier sind 50 Gramm drin. Ich glaube, das ist richtig toll. Also vor allem natürlich, ne? In der Adventszeit, das ist total praktisch mit, Zimt vor allem. Nicht jeder mag Zimt. Ich persönlich glaube, dass ich das mögen werde. Ich mag gerne Cashewkerne und ich mag halt auch gerne Honigsachen, Zimtsachen, vor allem so, ne, am 2. Dezember. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Mein persönlicher Endgegner ist immer Schokolade mit Früchten. Nut Butter Cups mit Cashew Strawberry. 3x13 Gramm sind hier drin enthalten. Ja, werde ich nicht mögen, ne? Weil Erdbeere mit Schokolade, schüttelt es mich. Mag ich gar nicht. Auch mein Freund mag das nicht, aber das ist nicht schlimm. Wir haben hier sicherlich in der Familie auch einige Abnehmer, die mich da unterstützen, den Adventskalender ein bisschen aufzubrauchen. Hier haben wir die Nummer 4. Schokoshells mit Dattelzucker, das finde ich ja spannend. Das sind 20 Gramm hier drin und Dattelzucker kenne ich noch gar nicht. Ich finde es ja super cool, wenn man halt auch mal so ein bisschen Zuckeralternativen bekommt, ne? Oh, zum 5. Dezember gibt es ein bisschen was Derberes und zwar den veganen Proteinriegel Schokolade Brownie. Holla die Waldfee, 55 Gramm haben wir hier drin. Das wird auf jeden Fall super sättigend sein und ich glaube, sowas werde ich persönlich mir eher so aufteilen auf zweimal. Sonst ein bisschen mächtig, aber finde ich echt, also sehr schmackhaft so vom, was man so liest. Ne? Der 6. Dezember enthält etwas, was ich morgen oder heute Abend direkt mal snacken werde bzw. mir aufs Brot machen werde. Crunchy Haselnusscreme mit Kakao, 47 Gramm. Ja, sowas ist auf jeden Fall immer cool und ich bin ja ein totaler Fan von diesen kleinen, niedlichen Gläschen und das ist auch nicht zu klein, da kommst du auch ganz gut mit dem Messer rein und das war ein Reim. Am 7. Dezember ist hier Mario Götze drin, nicht ganz, also Bio-Pistazienschnitte mit 45% Pistazie, das ist ein Stück. Ich weiß nicht, wie viel Gramm sowas hat. Das steht wahrscheinlich irgendwo hinten versteckt drauf, ne? Finde ich richtig geil. Pistazien mag ich so gerne. Ich mag auch gerne Pistazienduft in Parfums. Leute, das Kajali. Yum Pistachio ist wirklich yum. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier sind zwei Sachen drin. Einmal habe ich Hungry for More. Your next snack is waiting. Da hast du ab 79 Euro irgendwie 10 Euro Rabatt. Ja gut, da muss halt 79 Euro für ausgeben. Dementsprechend werde ich das jetzt werttechnisch nicht mit aufführen. Und dann haben wir noch einen Bio-Haselnussriegel in Schokolade, 50 Gramm. Sowas hört sich für mich sehr basic, aber sehr, sehr lecker an. Und auch das war mal wieder ein Reim. Also ich hau hier heute raus. Oh, in der Nummer 10 darf es mit einem Energy Ball weitergehen. Und zwar Peanut Butter Jelly. Das ist so ein, mit einem Hub sind die im Mund. Ich finde die super lecker. Sowas mag ich gerne. Und hier so diese Erdnussbutter, das ist ja auch voll mein Ding. Ne? Mache ich mir sogar aufs Brot drauf. Da bin ich ja ein bisschen freaky drauf. Ja, keine Ahnung, wie viel Gramm hier so drin sind. Das steht hier nicht mit bei. Aber es ist halt ein so ein Bällchen, ne? So. In der Nummer 10 darf es mit Nut Butter Cups weitergeben. Salted Pistachio, 3x13 Gramm. Uiuiuiuiuiui. Da läuft mir wirklich, also gerade richtig das Wasser im Mund zusammen. Wenn das Video online ist, werden die nicht mehr vorhanden sein. Die werden dann auf meinen Hüften sich befinden. Am 11. Dezember, die erste Schnapszeit, kredenzt uns der Adventskalender Schoko Granola mit 4,5% Zartbitterschokolade, 25 Gramm. Sowas ist etwas, was ich mir dann vielleicht so in irgendein Müsli mit reinmachen würde oder so, ne? Das jetzt so zu snacken ist, glaube ich, ein bisschen zu öde. Und um es alleine als Mahlzeit zu essen, ist es zu wenig. Zur Halbzeit bekommen wir eine bio-geile Schnitte. Das ist natürlich sehr charmant mit Schokolade. Und ja, das ist einmal diese hier.
Macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Ich weiß jetzt nicht, da ist Schokolade drin, da ist Kokos wohl mit drin. Ich persönlich mag sowas. Das sollte man halt auch mögen, weil ich glaube, das Preis-Leistungs-Verhältnis von diesem Adventskalender ist jetzt nicht so ultra bombastisch. 30 Gramm sind hier drin. Und wenn ich ja auch so die erste Hälfte liegen sehe, denke ich mir, puh, also 55 Euro dafür auszurufen, ist schon happig. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das hier so zur Hälfte auf meinem Tisch liegt. Und mal gucken. Noch ein Energy Ball. Salted Almond habe ich am 13. Dezember drin. Auch sowas mag ich sehr gerne. Dieses Süße in Kombination mit dem Salzigen. Voll meins. Ach, das ist was für Julius. Am 14. Dezember sind gefriergetrocknete Erdbeerscheiben drin. 8 Gramm haben wir hier drin enthalten. Ja, sowas snackt er tatsächlich einfach so. Oder man macht es ihnen in sein Porridge, in sein Müsli. Ne? Das ist cool. Yay! Oh, wie geil. Am 14. Dezember habe ich hier weißes Mandelmus mit 100% Mandeln. 47 Gramm drin enthalten. Oh je, Mini, das finde ich ja wirklich großartig. Das wird auf jeden Fall mal ausprobiert. Habe ich schon sehr viel gehört, dass Leute das sehr gerne mögen. Dass sie es auch irgendwie so zum Kochen oder Backen oder so verwenden. Das ist nice. Ich habe ein Herz für diese Gläschen. Ich kann es nicht anders sagen. Das war übrigens der 15. Dezember und nicht der 14. Was erzähle ich denn hier? Am 16. Dezember gibt es Protein Bar Deluxe mit Pistachio-Butter. Also du solltest schon Pistazien mögen, wenn du den Adventskalender auspackst. Das scheint ein normales Riegel zu sein. Oh Gott, den werde ich so einatmen gleich, Leute. 55 Gramm sind hier drin enthalten und das finde ich ja mal richtig geil. Also da habe ich Bock drauf. Das ist richtig toll. Eine Woche vor Heiligabend gibt es hier richtig was Cooles und zwar Junior Mammut Pekannusskerne. 40 Gramm sind hier drin enthalten und das ist auch ein Produkt, was ich auch so einfach snacken würde. Es ist ja super gesund, Nüsse zu essen. Ne? Deswegen kommt das wirklich gut, sowas hier drin zu haben. Das ist schön. Auch sowas, ne? Am 18. Dezember, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche, ein Cookie Salted Caramel, voll mein Ding. 50 Gramm hat so ein Keks, ne? Ich meine, letztes Jahr hatte ich den auch mit drin. Ein bisschen trocken musste halt mit Kakao oder mit Kaffee oder so zu dir nehmen, aber er fand es auch schon lecker, das definitiv. Ja, das ist jetzt gerade, ne? Haben wir etwas so Höhenflug, würde ich mal so sagen. Ein bisschen Deluxe-Produkte, mal gucken, wie es so weitergeht. Ach, guck, auch das. Nee, wegen der Schokolade nicht unbedingt. Am 19. Dezember habe ich nämlich gefriergetrocknete Himbeeren in zarte Bitterschokolade. 35 Gramm sind hier in diesem kleinen Sachet enthalten. Ja, da muss ich gucken, inwiefern da auch Schokolade mit bei ist. Am 20. Dezember, herzlich willkommen im 20er-Bereich, habe ich eine Proteinbar mit Raspberry, also Himbeere hier drin. Das ist tatsächlich für mich als kleiner Energiekick zwischendurch auch immer echt ein Traum. Ich kann es nicht anders sagen, ich mag es richtig gerne. Oh, am 21. Dezember haben wir was ganz Abgefahrenes. Cashewkerne mit Oliven und Rosmarin feiere ich ja, ne? 50 Gramm sind hier drin. Ich mag auch gerne mal was Herzhaftes zwischendurch. Und sowas hilft auch, wenn man so Bock auf was krass Süßes hat, dass man das auch ein bisschen besänftigen kann. Zwei Tage vor Heiligabend am 22. Dezember habe ich nochmal so einen 10%-Code, ist es jetzt aber dieses Mal. Hier musst du keine Minimum-Order haben. Okay, ja, das kannst du aber auch nicht so mit reinrechnen. Ist halt einfach nochmal, um die Leute, die dann ja wahrscheinlich Neukunden sind, ne, und den Adventskalender holen, so ein bisschen auch zu animieren. Hey, schaut mal bei uns vorbei, wir haben noch viel, viel mehr im Sortiment. Da ist jetzt hier übrigens als Produkt drin Dark Chocolate Bites, Raspberry. Ich glaube, viele mögen das, aber wie gesagt, das ist halt Schokolade und Himbeere. Ganz gruselig für mich. Aber hey, für mich persönlich gehen tatsächlich hier auch bislang nur zwei Sachen nicht, die halt in Schoki und Früchte sind, wobei auch die gefriergetrockneten Erdbeeren nicht ganz so mein Vibe sind. Einen Tag vor Heiligabend gibt es dann nochmal Schokobits mit 30% Kakaofüllung. Ui, das ist 20 Gramm. Das ist ja wirklich eine Drittel- oder Viertelschale Cornflakes für meinen Freund. Der mag die eigentlich sehr, sehr gerne, aber es ist sehr wenig drin, ne? Oh, das ist geil, Leute. Am 24. Dezember, Heiligabend, habe ich einen Pistazienmus drin. Smooth mit 100 Gramm. Das finde ich super. Das finde ich super. Da hat Koro verstanden, okay, die Leute stehen jetzt irgendwie aktuell enorm auf Pistazie. Also machen wir denen eine Freude und knallen das einfach mal auch hier mit in den Adventskalender in die 24. Großartig. Vor allem haben wir auch insgesamt relativ viel so mit Pistazie. Liebe ich, ne? Also finde ich sehr, sehr gut, dass sie das mit reingemacht haben. Und ich würde auch den Adventskalenderinhalt sehr positiv bewerten und euch sagen, dass das ein richtig geiler Adventskalender ist. Aber nicht für den Preis. Also für 55 Euro Entschuldigung, das muss man sich mal überlegen. Da kannst du dir ja besser einen von Brand News, von Degustabox oder so holen. Hast große Verpackungen da drin, Full-Size-Produkte von Lebensmitteln, bekommst auch richtig ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und hier hast du, ich meine, nicht den Wert vom Adventskalender erreicht.
ich finde es immer ein bisschen schade, ne? Weil das sind eigentlich so Firmen, die möchte ich supporten. Da möchte ich halt sagen, dass ich den Adventskalender toll finde, aber die tun sich irre schwer damit, irgendwie vernünftige Größen reinzupacken, weil die, also gerade Coro, die haben ja Riesenpackungen eigentlich auch, ne? Also die könnten ja eigentlich, also Produkt haben die ja da, das ist ja nicht so, als hätten die nicht, also Produkt haben die ja da, das ist ja nicht so, als hätten die nichts auf Lager oder so, ne? Das finde ich wirklich ein bisschen schade tatsächlich für die Marke und für uns als Konsumenten sowieso. Denn an und für sich ist der Inhalt richtig toll. Wie seht ihr das? Schreibt eure Meinung super gerne in die Kommentare. Da können wir uns wie immer gerne austauschen. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.